Guten Morgen, ihr Lieben. Ich habe keine Ahnung, wann ich das letzte Mal einen Vlog gedreht habe, um den dann hier hochzuladen. Das muss Monate, glaube ich, mittlerweile her sein. Auf jeden Fall irgendwann vor Corona. Und das ist ja schon lange her. Ich habe mir überlegt, für all diejenigen, die mir halt nicht auf Instagram folgen, mal wieder so ein bisschen was aus unserem Alltag zu zeigen. Es wird Tagesvlogs geben, so wie diesen hier. Ich werde auch mal den ein oder anderen Wochenvlog versuchen, um euch zu zeigen, wie unser Alltag momentan ist, an was ich gerade arbeite. Und damit wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß. So, die Tea Time ist vorbereitet und meine Tageskarte habe ich mir auch gerade gezogen. Jetzt habe ich gerade noch eine Sprachnachricht bei meinen WhatsApp-Coaching-Impulsen reingestellt. Falls du da noch nicht angemeldet bist, unten in der Infobox zu dem Video findest du einen Link. Dort gibt es immer mal wieder Sprachnachrichten von mir mit Meditationen, mit Übungen, Input mal zum drüber nachdenken, zum Reflektieren. Ist völlig kostenlos, ist auch keine WhatsApp-Gruppe. Und ja, wenn du da Lust drauf hast, dann melde dich da sehr, sehr gern noch an. Und ich werde jetzt erstmal meinen Tee trinken. Also aktuell arbeite ich gerade verstärkt an meinem neuen großen Online-Kurs. Die Idee ist so in der Corona, also in der stärksten Corona-Zeit entstanden, sowas entwickeln zu wollen. Und daran arbeite ich jetzt schon seit 2 Monaten. Das Ganze soll dann im September zum Verkauf bereitstehen. Und da wir bald im August 4 Wochen Urlaub haben, muss ich da jetzt auch gerade extrem ranklotzen und arbeite da oft auch abends bis spät. Aber es ist okay, weil es Spaß macht und weil mir so wichtig ist, dass ich das rausbringe. Ich lese in letzter Zeit wieder unglaublich viel. Und oft stelle ich euch Bücher vor, also zu dem Buch hier, Lebt das Leben, das du leben willst, von Sarah Desai, habe ich zum Beispiel ein ausführliches Video auf meinem Kanal gemacht. Das kann ich wirklich sehr empfehlen, das ist wirklich sehr wertvoll. Zu diesen Sachen hier mache ich nochmal ein Video, also zu dieser Reihe von Büchern. Das sind immer das kleine Buch und dann hier zum Beispiel der Ruhe und Gelassenheit. Ich habe auch ein Hörbuch davon. Insgesamt habe ich, glaube ich, davon der Reihe 3 Bücher und das Hörbuch. Dazu mache ich demnächst mal ein Video, weil die wirklich sehr toll sind. Dann habe ich diesen Roman hier gelesen von Sophie Andreski, Love Coach, erotischer Roman. Und wer mir schon länger folgt, der weiß, dass ich mich mit erotischen Romanen sehr schwer tue. Weil ich finde, dass alles, was nach 50 Shades of Grey kam, irgendwie auch immer ein Abklatsch von 50 Shades of Grey war. Oder beziehungsweise es war immer derselbe Plot im Groben. Ein böser Junge, ein kleines graues Mäuschen, die dann zueinander fanden und sich ja doch nicht lieben durften und dann irgendwie doch und naja. Love Coach ist ganz, ganz anders. Wirklich. Ein ganz, 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 ganz andere Art von Geschichten. Es geht um, sind es 4 oder 5 Freundinnen? Ich weiß gar nicht gerade genau. Also Carla und ihre Freundin, das sind glaube ich 4 oder 5 Frauen. Jeder hat so ihre unterschiedliche Geschichte und die laufen so ineinander. Also man hat immer mal wieder, wo alle Freunde aufeinandertreffen und dann hat jeder halt so ihre kleine Geschichte. Es geht viel um Fetische, auch um Homosexualität. Also wirklich richtig, richtig toll, auch neuzeitlich. Ne? Also die benutzen sowas Ähnliches wie Tinder, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und das Ganze, also Love Coach, das ist diese App, die benutzen. Und es ist wirklich mal was ganz, ganz anderes. Also wer auch keinen Bock hat auf diese erotischen Romane, wo man weiß, was passiert, dem würde ich Love Coach mal empfehlen. Es geht wirklich mal in eine ganz andere Richtung. Hat mir eigentlich so für zwischendurch ganz gut gefallen. Ich verlinke euch jedes Buch, was ich jetzt hier gerade mal zeige, unten in der Infobox. Also Love Coach, wer auf solche Bücher steht und mal Bock hat, einfach mal was anderes
aus diesem Bereich zu lesen. Probiert das mal. Dann habe ich ein wunderschönes Buch gefunden. Also Emma von Jane Austen sollte eigentlich jedem ein Begriff sein. Und das ist jetzt hier so eine Schmuckausgabe mit Illustrationen. Ist auch noch original verpackt, weil ich das verschenken möchte. Ist vom Koppenrad Verlag und Stolz und Vorurteil gibt es zum Beispiel noch. Und ich glaube noch drei andere, ich nenne es mal Klassiker. Das sind ja so Klassiker, wo ich finde, kann jeder mal gelesen haben, schon fürs allgemeine Wissen. Und die Bücher von Jane Austen sind immer gut. Ich zeige euch mal noch so ein bisschen, wie das aussieht. Ich finde es einfach so wunderschön. Einfach es schon so im Schrank stehen zu haben, ist einfach mega klasse. Und ich habe das, wie gesagt, als Geschenk besorgt. Hier seht ihr noch mal ein bisschen, wie es innen auch aussieht. Die Künstlerin heißt übrigens Marjolaine Bastien. Genau, das ist eine bibliophile Ausgabe. Entdecke die Welt von Emma vollkommen neu. Wird halt nochmal die Geschichte erklärt. 10 aufwendig gestaltete Extras versetzen die Leser in die Zeit des Romans und lassen die Geschichte lebendig werden. Eine aufklappbare Karte, ein Briefumschlag mit Inhalt und vieles mehr. Ich finde das so, so schön. Und mal ein etwas anderes Buchgeschenk und ein optisch. Das ist so mega geworden optisch. Dann, ja, wird ja nicht nur mein Kind eingeschult, sondern auch noch andere Kinder, die wir kennen, eingeschult. Und das ist auch von Koppenrad. Da gibt es ganz viele verschiedene, diese ja, Schultüten, Zuckertüten. Hurra, endlich Schule heißt die Reihe. Da kann man kratzen, malen, Sachen eintragen. Jetzt hier die Dinosaurier-Variante. Da gibt es, wie gesagt, verschiedene Schultüten-Kratzel. Buch. Und das kann man halt auch aufheben, dann im Nachhinein. Und ich finde das als Geschenk, wenn man halt wirklich nichts Großes schenken will, so als ganz, ganz kleine Aufmerksamkeit, wie in unserem Fall zum Beispiel für unsere Nachbarn, finde ich das richtig, richtig cool gemacht. Man erkennt gleich, dass es ein Schulanfangsgeschenk sein soll. Und man kann aber wirklich halt was Cooles auch damit anfangen und sich damit beschäftigen und es als Erinnerung noch mit aufheben. Also da sind auch Sticker mit dabei und auch sogar ein Stift, den sieht man hier. Genau, das sind so die Sachen, die ich in letzter Zeit zum Verschenken besorgt habe und was ich selber gelesen hatte. Also irgendwie habe ich das Vloggen komplett verlernt. Also das ist kein, weiß ich nicht, das, hier gibt es irgendwie keinen roten Faden. Ich hoffe, das bekomme ich die nächsten Male besser hin, wenn ich irgendwie wieder ein bisschen mehr drin bin oder so. Auf jeden Fall war heute Abend ein bisschen anstrengend. Ja, aber ich liebe ja die Vorlesezeit abends. Also das ist eigentlich so meine liebste Zeit mit den Kindern. Abends dieses im Bett liegen und vorlesen und kuscheln und die so in den Schlaf begleiten. Das mag ich eigentlich am allerliebsten. Und ich zeige euch mal kurz, was ich heute welchem Kind vorgelesen habe. Mit Vince haben wir in diesem Buch weitergelesen, was wir jetzt seit Wochen lesen. Das ist so ein Dinosaurier-Lexikon mit allen Dinos, die es so gibt, glaube ich. Und da lesen wir immer so ein paar Seiten. Du bist auch kaputt, ne? Wie alle anderen auch. Und für Svea, oh, falsch rum. Für Svea habe ich das hier gelesen. Das ist eins meiner liebsten Kinderbücher, die wir haben. Die wunderbare Reise nach Fabula. Das ist so, so schön. Ich liebe das, das vorzulesen. Und ist auch eigentlich ziemlich Tagesgeschehen aktuell, könnte man sagen. Ich würde euch das mal unten in der Infobox verlinken. Das ist wirklich so, 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 so schön. Ja, und Svea schläft jetzt schon. Vince, der ist noch ein bisschen wach. Ich werde jetzt den Essenstisch abräumen und meinen Abwasch machen.
Und dann werde ich mir, glaube ich, eine Viertelstunde auf der Yogamatte gönnen. Und dann muss ich noch eine Stunde was arbeiten. Ich werde noch ein paar Meditationen für den Online-Kurs aufnehmen. Und ich muss noch etwas vorbereiten, denn ganz, ganz bald habe ich ein ganz tolles Online-Event für euch, ein kostenloses Online-Event für euch mit ganz, ganz tollen Goodies. Wenn ihr da interessiert seid, dann folgt mir sehr gerne auf Instagram. Dort werde ich dann alle Infos teilen, wenn es in wenigen Tagen soweit ist. Und ich denke, dann werde ich noch auf der Couch verschwinden und so ein, zwei Folgen Dark gucken. Das ist ja eigentlich, also ich finde die Serie genial, kann ich wirklich nur sehr empfehlen. Aber das ist so eine klassische Serie, die man eigentlich mit jemandem zusammen gucken möchte, weil es so viel gibt, über was man sprechen möchte und es manchmal auch echt strange ist. Aber nun gut, ich führe dann halt Dialoge mit mir selbst über die Serie, aber die ist wirklich sehr gut. Ich bin jetzt bei der dritten Staffel und gucke dann noch ein paar Folgen und dann gehe ich auch schlafen. Und dann soll morgen noch schlechteres Wetter werden als heute. Aber wir haben uns einen ganz, ganz tollen Plan gemacht, was wir machen wollen. Und was ich jetzt gleich noch machen muss, ist Vinzens Schulanfangsoutfit zu shoppen. Ich habe das relativ weit nach hinten geschoben, weil der mal schnell einen Sprung machen kann und das Ganze dann nicht mehr passt. Und jetzt denke ich, sollte das aber gehen, dass das dann in 6 Wochen noch passt. Und das werde ich heute Abend, glaube ich, online shoppen oder zumindest mal gucken, ob es das gibt, was ich mir vorgestellt habe. Ja, also entschuldigt, dass das irgendwie ein sehr seltsamer Vlog war. Ich hoffe, wie gesagt, dass ich die nächsten Male wieder reinkomme. Ich hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat, dass es euch unterhalten hat. Und wir sehen uns dann ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.